Herzlich willkommen zum Seminar Grundlagen der Netzwerktechnik. Mein Name ist Ronald Schlager, ich bin der Trainer für dieses Seminar. Im Kapitel Weitverkehrsnetze oder Wide Area Networks möchte ich ein Allgemeines zu diesem Thema präsentieren, die verschiedenen Vermittlungstechniken vorstellen und die Komponenten, aus denen Weitverkehrsnetze bestehen. Die Dienste, die Weitverkehrsnetzdienstanbieter zur Verfügung stellen, werden in einem eigenen Unterkapitel vorgestellt. Und ich möchte Ihnen über die Anwendungsmöglichkeiten der mobilen Datenübertragung einiges erzählen. Warum eine Vermittlung allgemein erforderlich ist, habe ich schon früher behandelt. Wir haben damit die Möglichkeit, dass wir die Anzahl von physischen Verbindungen zwischen den einzelnen Kommunikationspartnern reduzieren können und gleichzeitig auch noch die Flexibilität der Lösungen erhöhen können. Wir haben außerdem die Möglichkeit, dass durch entsprechende Kosteneinsparungen, durch Mehrfachnutzung von Leitungen oder durch entsprechend günstige Tarife weitere wichtige Vorteile der Weitverkehrsnetze möglich sind. Welche Anwendungsbeispiele gibt es für Weitverkehrsnetze? Zum einen, wir haben die Möglichkeit, mobilen Mitarbeitern oder Mitarbeitern im Heimarbeitsplatz den Zugriff auf das Internet zu ermöglichen. Wir können aber auch Filialvernetzungen über Weitverkehrsnetze realisieren und als wichtiges Beispiel einer Anwendung eines Weitverkehrsnetzes natürlich das Internet zu sehen als weltweit größtes Computernetzwerk, das viele Computersysteme und Menschen verbindet. Wodurch sind Weitverkehrsnetze gekennzeichnet? Zum einen durch die große Ausdehnung. Das beginnt praktisch bei Vernetzungen über öffentlichen Grund im regionalen Umfeld und endet praktisch bei kontinenteübergreifenden internationalen Vernetzungen mit den sogenannten Global Area Networks. Für den Zugang zu diesen Netzen sind meist international genormte Zugangsprotokolle erforderlich, da diese Netze von herstellerunabhängigen Betreibern betrieben werden, die keinerlei Interesse haben, bestimmte herstellerspezifische Kommunikationsabläufe zu forcieren. Die Übertragungsgeschwindigkeiten für den Zugang zu diesen Weitverkehrsnetzen ist meistens im Vergleich zu den Bandbreiten oder Übertragungsgeschwindigkeiten in lokalen Netzen relativ gering. Typischerweise kann man von einer Reduktion der Geschwindigkeit im Vergleich zum LAN ausgehend von einem Faktor von 1 zu 10 und 1 zu 100. In diesen Weitverkehrsnetzen gibt es aber verschiedenartigste Vermittlungstechnologien, die eingesetzt werden. Die rein mechanischen Vermittlungen oder elektromechanischen Vermittlungstechnologien, die in der Vergangenheit eingesetzt werden oder wurden, wollen wir heute nicht mehr behandeln. Wir sprechen heute von den speziell elektrischen oder elektronischen Vermittlungssystemen. Hier wiederum sind auch analoge Vermittlungssysteme aus heutiger Sicht nicht mehr Stand der Technik, sondern wir haben heute digitale Vermittlungssysteme. Es gäbe auch noch eine weitere grundlegende Vermittlungstechnik, das ist die sogenannte optische Vermittlung, die ganz rechts hier angeführt ist. Die wäre speziell dann interessant, wenn es um Glasfaserstrecken geht, die vernetzt werden müssen und wo Lichtimpulse direkt vermittelt werden können. Das sind hochleistungsfähige optische Übertragungssysteme und Vermittlungseinrichtungen, die mit speziellen Technologien arbeiten. Wir wollen uns aber heute auf die elektronischen Vermittlungssysteme konzentrieren, die digital ausgestattet sind. Hier wiederum haben wir zwei bestimmte Vermittlungstechnologien, die besonders interessant sind. Einerseits die Leitungsvermittlungstechnologie. Diese Technik kennen wir von der Telefoniewelt, nämlich mit dem ISDN. Die zweite Vermittlungstechnologie, die kennen wir auch, das ist die Paketvermittlungstechnik. Diese Technologie wird eingesetzt beim Internet, bei lokalen Netzen und bei anderen Datennetzen, die in der Vergangenheit schon sehr häufig genutzt wurden. Es gäbe dann noch weitere spezifische Vermittlungstechnologien, wie zum Beispiel die Rahmenvermittlung. Das ist eine spezifische Technologieform, wo Dateneinheiten, und zwar sogenannte Rahmen, die in der Schicht 2, LAT 7 Schichtenmodell ausgetauscht werden, das sind logische Dateneinheiten der Schicht 2, auf Basis von verschiedenen Adressen, die mitgeschickt werden, vermittelt werden können.
Und es gibt die sogenannte Zellvermittlungstechnologie. Das war oder ist eine Vermittlungstechnologie, die in der Vergangenheit hauptsächlich eingesetzt wurde mit Dateneinheiten, die alle eine gleiche Größe hatten, nämlich zum Beispiel 53 8-Bit-Gruppen. Diese Dateneinheiten, die alle die gleiche Größe hatten, wurden auch als Zellen bezeichnet. Daher auch die Bezeichnung Zellvermittlungstechnologie. Wir wollen uns aber speziell die Leitungsvermittlungstechnik heute anschauen. Hier bei der Leitungsvermittlungstechnik werden Übertragungsstrecken sozusagen durchgeschalten. Das bedeutet, es wird eine transparente Übertragungsstrecke gebildet, über die dann in dem Fall digital Bits von einem Endgerät zum anderen ausgetauscht werden können. Auf beiden Enden dieser Verbindung benötigen wir allerdings eine Technologie, die es ermöglicht, dass die Bits mit der gleichen Übertragungsgeschwindigkeit und mit dem gleichen Protokoll übertragen werden. Wir haben hier eine sogenannte transparente Übertragung von Informationen. Warum heißt das transparent? Weil die Nutzinformation, die von den Endgeräten ausgetauscht wird, innerhalb des Netzes nicht modifiziert wird, nicht einmal ein einziges Bit. Daher transparent oder sogar bittransparent ist diese Informationsübertragung gekennzeichnet. Die zweite Vermittlungstechnologie wäre die Paketvermittlungstechnologie oder Packet Switching. Hier wird vom Endgerät, das eine Datenübertragung benötigt, zuerst einmal die gesamte Dateneinheit, die zu übertragen ist, einmal im lokalen Speicher aufgebaut. Alle Daten, die zu übertragen sind, kommen in einzelnen Datenpaketen zusammengefasst, im Speicher aufgelegt. Sie werden dort mit Steuerinformationen fürs Netzwerk versehen und dann der Reihe nach Bit für Bit, also seriell, vom Endgerät über die Datenleitung zum ersten Vermittlungssystem übertragen. Jedes Datenpaket wird für sich separat übertragen und wird im Vermittlungssystem lokal gespeichert. Sofern die Abspeicherung und Übertragung erfolgreich stattgefunden hat, versucht nun das Vermittlungssystem einen Weg zu suchen, über den das Datenpaket an das Ziel weitergeleitet werden kann. Ist dieser Weg gefunden, wird das Datenpaket sofort weitergegeben. Der Vorgang wiederholt sich so lange, bis tatsächlich das Paket von einem Vermittlungssystem zum nächsten weitergegeben wurde und schließlich auch über die Teilnehmeranschlussleitung des Netzes dann auch wieder an das entfernte Endgerät übermittelt werden konnte. Jede Übertragungsstrecke, die ein Datenpaket transportiert, ist für sich eine Teilstrecke. Diese Teilstrecken arbeiten für sich autonom, können mit eigenen Geschwindigkeiten ausgestattet sein und mit unterschiedlichen Übertragungsprotokollen, die dazu dienen, das Datenpaket zu transportieren. Bei der Rahmenvermittlung werden Rahmen auf Englisch Frames übertragen. Das sind Protokoll-Dateneinheiten der Ebene 2, LAT 7-Schichten-Modell der ISO. Diese Rahmen haben unterschiedliche Länge und enthalten unter anderem auch Adressen, über die dann entschieden werden kann, wohin die Daten geschickt werden müssen. Die technischen Eigenschaften sind sehr ähnlich zu denen der Paketvermittlungstechnologie. Die Datenrahmen werden immer wieder in den Vermittlungssystemen abgespeichert, bevor sie weitergegeben werden können. In der Vergangenheit in Weitverkehrsnetzen wurde die Technik Frame Relay implementiert, die auf Basis dieser Technologie arbeitet. Sie wurde verwendet, um lokale Netze über Weitverkehrsstrecken zu koppeln. Im Inhouse-Bereich, in lokalen Netzen, haben wir die Vermittlungstechnologie im Bereich der Ethernet-Switches. Dort haben wir ebenfalls physikalische lokale Netzwerksegmente, die über die Switches verbunden werden. Nun, aus welchen Komponenten bestehen nun solche Netze? Wir haben unterschiedlichste Komponenten, die wir kurz besprechen werden. Einerseits natürlich haben wir ganz wichtig die Leitungen oder Übertragungsstrecken, über die die Informationen transportiert werden sollen. Zum anderen die Kernelemente der Weitverkehrsnetze, nämlich die Vermittlungsstellen oder zentralen Netzelemente, die eben die eigentliche Wegeauswahl durchführen, die Dateninformationen weiterleiten und vermitteln. Wir haben weiters Modems,
Wir haben Multiplexer, wir haben Router, verschiedene Komponenten, die wir speziell für Sprachdienste benötigen. Und wir haben Sicherheitskomponenten, um die Sicherheit in Weitverkehrsnetzen auch zu gewährleisten. Bei den Medien müssen wir unterscheiden, wie die Signalübertragung stattfindet. Nämlich einerseits leitergebunden und andererseits leiterungebunden. Bei den leitergebundenen Übertragungsformen haben wir eben, wie der Name auch schon sagt, eigene Leitungen, die die Signalübertragung durchführen. Wir müssen hier bei den Leitungen unterscheiden zwischen elektrischen Signalen, die sie übertragen können. Die können wir über sogenannte verdrillte Leitungen, die wir vom lokalen Netzwerk her schon kennen, austauschen oder über Koaxialkabel. Die haben wir auch schon bei dem Kapitel lokale Netze grundsätzlich behandelt. Das sind elektrische Signale, die über diese Leitungen transportiert werden können. Zum anderen haben wir optische Signale. Das sind Lichtimpulse üblicherweise, die übertragen werden im infraroten Lichtbereich. Und wir haben hier zwei verschiedene Fasertypen. Haben wir auch schon diskutiert bei dem Kapitel der lokalen Netze, nämlich sogenannte Monomodfasern, wo sich nur ein Lichtstrahl ausbreiten kann, und sogenannte Multimodfasern. Bei diesen Fasern breiten sich mehrere Lichtstrahlen gleichzeitig in einer Faser aus und kommen aber auch leider zu etwas unterschiedlichen Zeitpunkten beim Empfänger an. Daher ist die Übertragungseigenschaft einer Multimodfaser nicht so optimal wie bei der sogenannten Monomodfaser. Neben diesen leitergebundenen Übertragungsformen haben wir auch noch drahtlose Übertragungsformen oder leiterungebundene Übertragungsformen. Zum einen können wir über die Luftstrecken infrarote Signale übertragen, Lichtimpulse, ähnlich wie bei der optischen Fasertechnik, nur dass hier in diesem Fall die optischen Impulse durch die Luft ohne Kabel ausgetauscht werden können. Weitere Möglichkeit wäre, wir setzen spezifische Lasersysteme ein, die Laserstrahlen erzeugen bzw. empfangen können, und damit kann man über Laserlicht Strahlen, die in der Luft transportiert werden, von einem Gebäude zum nächsten, zum Beispiel innerhalb eines Firmengeländes, auch eine Übertragung von Informationen durchführen. Und wir haben die dritte Möglichkeit, nämlich der sogenannten Funkübertragungstechnik, wo elektromagnetische Wellen ausgetauscht werden. Das sind spezifische Funksignale, die einerseits entlang der Erdoberfläche ausgetauscht werden, dann spricht man von terrestrischen Funksystemen, oder aber wir haben Satellitensysteme. Bei den Satellitensystemen werden Satelliten über der Erdoberfläche positioniert, die fliegen mit der Erde praktisch mit oder umrunden die Erde mit einer gewissen Geschwindigkeit, einer gewissen Höhe. Und vom Boden aus wird über Richtfunkstrecken die Übertragung zum Satelliten gestartet. Vom Satelliten wird die Information entgegengenommen und wiederum über eigene Richtfunkstrecke wieder zum Boden zurückgesendet. Somit hat man die Möglichkeit, von einem Punkt leider zum anderen Punkt leider über kontinentübergreifende Verbindungen Daten auszutauschen. Bei den Medien und Leitungen sprechen wir auch von unterschiedlichen Leitungsarten. Einerseits gibt es Verbindungen, die zwischen Endpunkten realisiert werden, Verbindungen zwischen Endpunkten und Netzknotenpunkten und Verbindungen zwischen Netzknoten. Bei den Verbindungen zwischen den Endpunkten gibt es die Möglichkeit, dass die Standleitung permanent 24 Stunden am Tag genutzt werden kann. Das heißt, es ist eine permanente Verbindung, die der Kunde nutzt. Der Kunde hat die Möglichkeit, diese Leitungsdienste auch zu mieten. Daher spricht man hier auch von Mietleitungen. Bei den Anschlussleitungen, die vom Teilnehmer zum Vermittlungssystem hingeführt werden, unterscheiden wir wiederum zwischen analogen und digitalen Anschlussleitungen. Die analogen Anschlussleitungen übertragen lediglich Sprachinformationen in Form von analogen Signalen. Bei den digitalen Leitungen haben wir die Möglichkeit, neben der Sprache auch noch Datenübertragungen durchzuführen. In dem Augenblick, in dem die Übertragungskapazität einer Leitung größer ist als nur um Sprache analog zu transportieren, sprechen wir bereits von digitalen Teilnehmerleitungen oder Englisch Digital Subscriber Line, abgekürzt DSL. Die dritte Leitungsform sind die sogenannten Verbindungsleitungen oder Trunk Lines. Eine Verbindungsleitung verbindet Vermittlungssysteme untereinander mit meistens höherer Übertragungsgeschwindigkeit.
Modems übertragen Informationen über größere Entfernungen. Sie wandeln die Signale der Endgeräte in neue Signale um, die ihrerseits über das Medium, das kann ein Kabel sein oder eine Funkübertragungsstrecke, transportierbar sind. Wir haben also hier einerseits das Endgerät und andererseits das Modem, das auch als Datenübertragungsgerät oder Übertragungseinrichtung bezeichnet wird. Modem ist ein Kunstwort. Unter Modulation versteht man die Veränderung eines bestimmten sogenannten Trägersignals, das die Nutzinformation transportiert oder trägt. Unter Demodulation versteht man auf der Empfängerseite dann die Rückumwandlung des modulierten Trägersignals, sodass aus diesem modulierten Trägersignal wiederum die eigentliche Nutzinformation zurückgewonnen werden kann, die dann dem Empfänger auf der anderen Seite zugeschickt werden kann. In meinem Beispiel wird eben das Datenendgerät über eine Modemübertragungsstrecke mit dem Vermittlungssystem gekoppelt. Unter Multiplexer versteht man ein Element in einem weitreichenden Netzwerk, das es ermöglicht, dass sich verschiedenartigste langsame Endgeräte, die an sich über einzelne Leitungen kommunizieren sollten, über eine einzige Hochgeschwindigkeitsleitung verbinden kann. Der Multiplexer ist also in der Lage, die Informationen der einzelnen langsamen Geräte so zu verschachteln oder zu übertragen, dass die Endgeräte glauben, sie wären unmittelbar über die entsprechende lange Leitung langsam miteinander gekoppelt. Die Übertragung des Multiplexers sollte aus Sicht der Endgeräte nicht erkannt werden. Ziel ist es, Kosten für Übertragungsleitungen damit zu sparen. Ein Router ist ein Paketvermittlungssystem, das IP-Pakete vermittelt. Einerseits gibt es bei den Providern die Unterscheidung zwischen sogenannten Access-Routern und Core-Routern. Ein Access-Router dient dazu, Kundenanschaltungen zu realisieren. Das heißt, er verbindet sich mit dem Endanwender und erlaubt es, dass der Endanwender seine Daten zum Provider hinschickt oder von dort Daten bekommt. Der Access-Router seinerseits ist wieder mit sogenannten Core-Routern verbunden. Core-Router sind solche Systeme, wo keine Endanwender angebunden sind, sondern wo nur Access-Router untereinander gekoppelt werden bzw. Verbindungen zu anderen Providern realisiert werden können. Core-Router bilden sogenannte Backbone-Netze. In meinem Beispiel einer Internet-Service-Provider-Infrastruktur sehen wir hier auf der rechten Seite die Access-Router. Über diese Access-Router sind die Kunden angebunden, entweder über Standleitungen oder über DSL-Modems, in denen praktisch dann über die spezifische Modemtechnik die Datenübertragungen über große Distanzen realisiert werden kann. Die Access-Router sind untereinander gekoppelt bzw. sind sie mit den Backbone-Routern verbunden. Die Backbone-Router ihrerseits bilden wiederum einen eigenen Netzwerkbereich und sind auch wiederum dazu da, um auch Verbindungen zu anderen Internet-Service-Providern herzustellen. Außerdem sind an diese Router die sogenannten Server angebunden, die die Endanwender nutzen, um ihre bestimmten Dienstleistungen zu verwenden, die ihnen bereitgestellt werden von dem Provider. Das sind zum Beispiel E-Mail-Dienste, File-Transfer-Server, es gibt die Möglichkeit auch Web-Services zu nutzen und dergleichen mehr. Voice-over-IP-Dienstanbieter betreiben eine eigene Infrastruktur. Sie benötigen einerseits spezifische Telefondienst-Server-Systeme, sie brauchen Tonbanddienste, sie benötigen Billing-Dienste und dergleichen mehr. Dementsprechend sind hier unterschiedliche Server-Systeme erforderlich. Die Provider haben außerdem Anbindungen an das IP-Netzwerk, das sie selbst betreiben, oder das öffentliche Internet. Über dieses Netzwerk hier kann dann die Anschaltung von Endkunden erfolgen. Die Provider stellen auch die Router zur Verfügung für die Kundenanbindung bzw. auch teilweise Endgeräte, um die ganzen Telefondienste, die bereitgestellt werden, ordnungsgemäß nutzen zu können. Ein Provider hat auch die Aufgabe, Verbindungen zu anderen Providern herzustellen. Dazu benötigt er üblicherweise Voice-over-IP-Gateways. Gateways verbinden dann die Provider-Infrastruktur mit anderen Mobilfunk- und Festnetzdiensten anderer Provider.
Ein Proxy-Server ist ein Sicherheitselement, das Anfragen von Firmenclients, die an das Internet geschickt werden, abfängt und als eigene separate Anfragen an das Internet weiterleitet. Die entsprechenden Antworten werden dann vom Internet-Server zurückgeschickt, wobei der Proxy-Server auch die Möglichkeit hat, diese Informationen auch in einem Zwischenspeicher, einem Cache, zwischenzuspeichern. Er generiert auch seinerseits eine entsprechende Antwort, die an den Firmenclient retourgeschickt wird. Der Proxy-Server hat die Aufgabe also, einerseits diese Anfragen umzusetzen und natürlich auch zu überprüfen, welche Anfragen durchgeführt wurden. Falls hier unerwartete oder unerlaubte Anfragen stattfinden, werden diese vom Proxy-Server blockiert. Durch die Caching-Funktionalität, durch das Zwischenspeichern der Antworten, hat der Proxy-Server auch noch eine weitere wichtige Funktion. Er reduziert nämlich die Anfragen in das öffentliche Internet und damit den Bandbreitenbedarf des Endanwenders zum öffentlichen Internet hin. Und er kann damit auch die Antwortzeiten beschleunigen, wenn weitere Anwender in der Firma die gleiche Information ebenfalls abfragen möchten. Eine weitere Sicherheitskomponente in Weitverkehrsnetzen wäre die Firewall. Ein Provider kann auch Firewalls für die Kunden betreiben. Er schützt damit sehr genau die Infrastruktur des Kunden, denn die Kunden sind alle über diese Firewall mit dem Internetservice verbunden. Die Firewall kontrolliert, wer berechtigt ist, welche Daten auszutauschen und ist auch in der Lage zu erkennen, welche Daten übertragen wurden und welche erlaubt sind und welche nicht und kann die entsprechend blockieren, falls es hier Probleme geben sollte. Das heißt, die Firewall ist eine zentrale Stelle für alle abgehenden und ankommenden Datenströme. Natürlich ist sie auch ein Punkt, der ausfallen kann, der Probleme machen kann. Daher sollte man eine solche Lösung dann mit redundanten Firewalls betreiben, sodass also bei Ausfall einer Firewall eine zweite oder weitere Firewall eben noch immer zur Verfügung steht, um eine Kommunikation zwischen Firmenteilnehmern und dem öffentlichen Internet zu erlauben. Die Firewall schützt also die Kunden, aber auch das öffentliche Internet vor Hackerangriffen.